Moin Leute, Tobsen hier, und das letzte Video ist ja jetzt auch schon wieder, ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 oder 9 Tage her oder vielleicht auch 10, ich weiß gar nicht mehr. Ich war 8, 9 Tage gar nicht zu Hause, und dann kann das schon mal passieren, dass das ein oder andere Mal oder den ein oder anderen Tag hier kein Video hochgeladen wird. Das kann nun mal passieren. Aber nein, das heißt nicht, dass ich mit YouTube aufhöre oder so. Es gibt ja schon mal welche, die munkeln, dass wenn man 2, 3 Tage kein Video macht, dass der Kanal dann tot ist. Ja, Stichwort Max FPS und so, da wird immer ganz schnell ganz viel rumgeheult. Wenn er zum Beispiel mal 4 Tage kein Video hochlädt, dann kommen sofort die Kommentare rein. Bist du inaktiv geworden oder so ein Scheiß halt. Ja, ganz schlimm ist wahrscheinlich eher noch, viel, viel schlimmer wahrscheinlich auch bei den Berufs-YouTubern. Die gehen wahrscheinlich dann in den Kommentaren noch mehr steil, die ganzen Leute. Wenn die sehen, dass 4 Tage kein Video hochgeladen wurde, dann heißt es sofort, der Commander Krieger als Beispiel hat aufgehört. Ist aber nicht der Fall. Aber, ihr wisst ja, trifft bei mir ja nicht zu. Weil, richtig, ich mache dann die Videos, wenn ich Zeit dazu habe. Und in der Regel habe ich immer hier und da Zeit. Aber die letzten paar Tage halt nicht. So ist das nun mal. So, jetzt haben wir 1 Minute das Video vergeudet, um das zu erklären. Aber das ist ja auch scheißegal. Im Hintergrund seht ihr Ratchet & Clank. Das ist das Spiel zum Film, weil Ratchet & Clank wurde nämlich verfilmt. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Ich werde mir aber noch reinziehen, weil ich war damals als Jugendlicher, als Kind ein ziemlich großer Ratchet & Clank-Fan. Ich habe damals auf der PlayStation 2 eigentlich jedes Spiel gespielt. Ja, ich habe die letzten paar Teile auf der PS3 noch nicht alle gespielt. Das muss ich noch nachholen. Aber auf der PlayStation 2 Ratchet Gladiator und Ratchet & Clank 1 und 2, die habe ich schon ganz schön gesuchtet. Damals als Kind, Jugendlicher, so mit 11, 12, nein, sagen wir mal eher mit 9, 10, 11 Jahren so. Auch noch mit 12, 13. Also es ist schon ein bisschen was her. Ein ganzes Stück ist es her. Aber es ist cool. Und es ist heute noch immer geil. Und es ist ein wunderbares und schönes Spiel. Das Gameplay ist einfach unglaublich stimmig. Die Grafik ist auch schön. Ja, und dazu kommen wir jetzt einfach mal zu dem Thema bei diesem Stichwort Grafik und ultra-realistische Grafik. Und zwar hat mir in den letzten paar Tagen mal einer erzählt, ja, ein Kamerad in der Kaserne zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern es war ein Kamerad in der Kaserne, der sagt ständig, immer, wenn er ein Spiel sieht, wo die Grafik nicht so das Wahre ist, immer wieder: Die Grafik, die ist jetzt aber nicht so toll, ne? Und das heißt für den sofort, das Spiel ist scheiße. Oder was auch schon passiert ist, als ich zum Beispiel Ratchet & Clank mitgenommen habe, dann kam dann sowas wie: das Spiel ist doch erst ab 12, ja. Okay, das wäre ein bisschen komisch. Da kam dann sowas wie: das Spiel ist doch nur ab 12. Was soll denn das? Das ist doch für Kinder. Ja, wow. Wow. Nur weil das Spiel ein bisschen im Comic-Style ist und animiert ist und nicht unbedingt der Call of Duty 360 No Scope in Your Face, ja, Gameplay ist. Das war jetzt wieder grammatikalisch für einen Arsch, ich weiß, aber das ist ja auch scheißegal, weil das ist jetzt vollkommen wurscht hier. Ja, da kommen dann solche Kommentare wie, ich gerade schon sagte, das Spiel ist ab 12, das kann ja gar nicht gut sein. So ein Bullshit, ja? Mittlerweile, ich weiß, mittlerweile sind viele, viele, viele Spiele, die gut sind, USK 18. Ja? Aber es heißt nicht gleich, dass ein gutes Spiel USK 18 sein muss. Ja, nur weil die meistens die ultra-realistischste Grafik von allen haben und weil es brutal bis zum Gehtnichtmehr ist. Ja? So ist es leider teilweise heute angesehen. Das finde ich richtig schade. Wenn ich so ein Spiel sehe wie Ratchet & Clank, da freue ich mich immer, das Ganze zu spielen, weil ich finde die Grafik einfach mindestens genauso gut, wenn nicht noch schöner, als jetzt zum Beispiel, was soll ich denn da jetzt nehmen? Call of Duty Infinite Warfare. Ja, das ist einfach schöner. Grafik heißt nicht, das hatte ich schon mal in einem Video gesagt, dass das unglaublich realistisch sein muss. Das macht nicht unbedingt eine schöne Grafik aus, sondern es muss einfach stimmig sein, zu dem Spiel passen und schön aussehen. Ah, ja, und das macht Ratchet & Clank auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Scusi. Und so. Ja, das macht es wunderbar, in meiner Meinung. Und
Das hat es bisher auch in der Vergangenheit bei den Vorgängern immer gemacht. Ja, das braucht wie gesagt kein Call of Duty 360 No Scope Gedöns sein. Oder Battlefield 1 Frostbite, wobei das wirklich schön ist, die Grafik, das wollen wir gar nicht leugnen. Aber Ratchet & Clank, schöne Grafik, schönes Spiel. Und bitte, viele, 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 die sagen, dass Spiele, die größtenteils für jugendliche Kinder hergestellt werden, ja, dass die nichts taugen oder nichts gut sind. Nix gut sind. Das war gerade wieder so ein Moment, wo ich eigentlich mich ein bisschen wie ein Türk angehört habe. Aber ja, nix gegen Türken. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Haben wir nicht. Nein, aber das hat ich gerade wirklich ein bisschen angehört, wie so ein Mensch mit Migrationshintergrund, der nicht ganz korrekt Deutsch spricht. Ich weiß nicht wieso, aber. Ich laber ja auf jeden Fall selber genauso viel Scheiß wie so Leute in dem Moment. Man merkt es ja deutlich. Ich bin genauso behindert. Ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte: USK 18 heißt nicht gleich, dass das Spiel gut ist. Ne? Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Und ehrlich gesagt ist das Video eigentlich wieder total random, weil ich noch Ratchet & Clank auf der Festplatte hatte und das zeigen wollte, das Gameplay. Und sonst gar kein Gameplay mehr. Und da ich mich ja ein bisschen zurückmelden wollte. So nach einer kleinen Pause von 8 bis 10 Tagen, was heißt, war eine Pause. Konnte halt einfach keine Videos machen. Wollte ich mich einfach mal zurückmelden mit dem Video jetzt, ne? Und da wollte ich einfach mal Larifari loswerden. USK 18, ne? Heißt nicht gleich, dass das Spiel geil ist und USK 12 Spiele können auch geil sein. Bestes Beispiel, Ratchet and Clank. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, weil mir geht das nämlich tierisch auf den Sack, dass viele so eine Meinung haben, dass das Spiel ultra realistische Grafik haben muss, wie im Battlefield, und dass USK 18 the way to go ist. Das ist so ein Bullshit, ganz ehrlich. Also, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.